euch und willkommen bei der Grünen Horde. Heute wieder mit einem Unboxing. Der liebe Henk hat mich wieder mit frischen Boxen versorgt. Einmal hat er mir die Soriliana vorbeigebracht, die ihr schon gesehen habt. Und die zweite Box, die ich bekommen habe, sind Verstärkungen für meine Dindrenzi. Und zwar ist es die Planetfall Fleet, und zwar die Planetfall Naval Division Fleet der Dindrenzi. Und rein vom Gewicht her, ich habe es ein wenig verglichen, ist schon schwerer wie die Soriliana Box und auch wie Hank sei Terraner Box. So, dann schauen wir mal, was ist denn alles Schönes in der Box drinnen. Wir haben für den Carrier einmal zwei kleine und zwei große Tokens. Dann haben wir, wie heißt der gute, die Scooter Class Fregatte und zwei Custer Klasse Assault Cruiser und den großen hier, die Legion Class, den Assault Carrier. Genau, und dann schauen wir mal rein, was da alles drin ist. So, dann schauen wir mal in die Box rein, was da alles drin ist. Geht schon schwer auf. Also muss voll sein. So. Eine kleine. Oh, viele, viele lange Rümpfe. Das ist was Dickeres. Hier. Der Kleinteilebeutel mit den Flugbases. Dann haben wir hier. Was sind denn das für schöne? Die kenne ich noch gar nicht. Aber hier haben wir Planeten und schön. Wir haben die Planeten auf beiden Seiten verschiedenfarbig bedruckt. Da haben wir zum Beispiel Dschungelplanet, Wüstenplanet, Eisplanet oder Eis- oder Wasserplanet, beziehungsweise mit. Was sieht man es besser jetzt? Spiegelt mit großer Landfläche. Hier zum Sehen. Genau. Und dann gibt es noch dazu das Supplement, das Kampagnenbuch. Kurz mal ein bisschen reingeblättert mit den neuen Planetfall-Regeln. Dann haben wir Szenarios, die was. Die Szenarien aus dem großen Regelbuch ergänzen und dann noch ein paar Geschichten bzw. Auch ein bisschen flach um die neuen Generäle, die es für jede Fraktion dazu gibt. Genau. Werte für die Schiffe sind jetzt hier nicht drin, die gibt es dann wieder separat zum Downloaden. Wieder ein neues PDF, finde ich jetzt schon langsam suboptimal, weil wir mittlerweile schon drei PDFs Minimum für die Werte haben. Für die Hauptschiffe, für die planetaren Verteidigungsplattformen und die Space Station und auch noch für die, was haben wir gleich wieder? Für die Overseer Box, genau. Und jetzt auch noch für die Planetfall. Wäre schön, wenn da mal ein komplettes PDF gesamt werden könnte. Das ist auch der Sinn dieser Sache. So, dann schauen wir mal mit den Hüten an. Fangen wir mal mit der kleinsten an. Und zwar. Gleich mal die Bases auf die Seite. Micro Dice sind auch wieder dabei. Zwei habe ich schon auf die Seite gelegt. So. 2, 4, 6. Die sind alle komplett. Dann haben wir zwei große Tokens SRs. Zwei kleine. Also die Fighter und Bomber sind komplett. Dann haben wir Triebwerksteile. Bam, 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 bam. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Was haben wir das? Und zwar hier, die Triebwerksteile.
sehr schön fein die Antriebseinheiten hinten zu sehen, finde ich. Die großen kennen wir ja. Das dürfte vom Assault Carrier sein. Und die anderen dürfen die Triebwerksgondeln sein für die Assault Cruiser. Dann haben wir hier die ganzen Aufnahmen für die Flugständer. Wieder mal. 2, 4 und 3 kleine. Also müsste es einer für den großen, 3 für, nein, 2 für den großen, 2 für die Cruiser und 3 für die kleinen. Die haben separate. Das sind auch noch 2, die brauchen wir jetzt nicht. Und dann haben wir die ganzen 2, 4, 6, 8 Stück. 8 Stück, interessante Zahl. Das müssen die ganzen, sagen wir so, Gondeln sein für die Landungskapseln, die wahrscheinlich bei dem Assault Cruiser unten dran hängen. Schauen wir uns das mal an. Auf einer Seite alles schön mit dem Drancy Logo. Das gehört zu uns. Eine Klebeseite. Hier. Kurz mal die Front. Wie gesagt, und das Logo sehr scharf, finde ich. Die Anzahl ist interessant. Wahrscheinlich bekommt jeder, so wie es jetzt darlegen, 4 an die Seite geklebt. Schauen wir mal, wie das wird. Auf die Seite. So, dann nehmen wir uns mal das nächst kleinere Packerl. Das sieht schwer, schwer nach Fregatten aus. Und es sind auch die 3 Fregatten drin. Dieses Design habe ich schon früher mal gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo, aber es kommt mir bekannt vor. Es ist eigentlich ein sehr schönes Modell. Es gefällt mir äußerst gut. Es weicht nämlich vom typischen Dendrenzi, von der typischen Dendrenzi Bauweise etwas ab. Hier sieht man schön vorne den Bug. Geht hinter zu den Antrieben. Angegossen ist es hinten, finde ich schön, weil man hinten am Triebwerk, finde ich, das besser verstecken kann. Das war bei meinen Rans nicht ganz so. Unten eine Klebefläche für die Aufnahme. Mehr ist da nicht, einteiliges Modell. Hier sieht man eh noch ein bisschen Gussost. Weg damit und dann geht's weiter. Jetzt bekommen wir viel, viel lange Zeug. So, schauen wir mal, was haben wir denn alles? Das müsste der Korpus der Assault Cruiser sein. Da habe ich 2 Stück drin. Und diese beiden langen, langen... Moment, meine Hand. So wegen Vergleich. Diese beiden langen Teile, die gehören wahrscheinlich zum Assault Carrier. Die schauen wir uns ein klein wenig später an. Jetzt fangen wir mal mit den Assault Cruisern an. Sehen äußerst schlank aus. Links, rechts die Triebwerksgondel wahrscheinlich dran. A la dieses hier. Und dann denke ich mir, kommen die Landungsbuchten hier so dran. Wenn ich das Bild auf dem Cover richtig schön erkenne. Es würde dann im Endeffekt so aussehen. So, schauen wir uns das Modell nochmal ein bisschen im Genaueren an. Fangen wir von vorne an. Vorne, möchte ich sagen, ist es typisch den Drancy-like. Oben auf sind kleine Gunracks, wenig. Was das Schöne und Interessante ist, das Oberdeck ist ja auch noch schön modelliert von dem, aber noch besser, die Unterseite, die dann später beklebt wird, ist auch komplett ausmodelliert. Will heißen, man könnte es magnetisieren, beziehungsweise
Man klebt es an und dann sieht man die guten Sachen immer. Hier die große Klebefläche für die Triebwerksgondel. Genauso auf der anderen Seite. Und Landungskapseln würden so hier dran kommen. Damit ihr mal ungefähr Vorstellung davon habt. Weiterer Klebepunkt wäre unten für die Flugbeißaufnahme. Auch wieder hinten angegossen. Finde ich super. So. So, und jetzt kommt das große Schmuckstück. Da ist ein fettes Teil drin. Da holen wir uns jetzt die beiden Rümpfe dazu. Das ist der Assault Carrier. Das Unterteil sieht man hier richtig schön an der Aufnahme für die Flugbases. Wird so zusammengehören. So. Wunderschön hier oben das Logo. Wir sind die Drinrenzi. Eine richtig große Brücke. So. Und dazwischen kann man auch wunderbar reinschauen. Erinnert mich irgendwie ganz schwer an Star Wars. Wenn die Raumjäger da zwischen den Sternenkreuzern oder so, also Episode 1 und 3, irgendwie so, wenn die da dazwischen durchjagen. So, das Teil ist ja schon im Verhältnis groß. Moment, jetzt machen wir die beiden Seitenteile, die beiden großen Seitenrümpfe ran. Jetzt wird es noch größer. Ein Doppelrumpf. Das ist ein richtig geiles Modell. Oben sind wir noch die schönen Gunracks, beide auf jeder Seite. Und von vorne halt natürlich wieder Railguns. Ich liebe sie. Jetzt nehmen wir mal einen Rumpf. Schauen wir mal. Klebeflächen haben wir hier hinten innen. Ein paar Häutchen. Leicht zum Wegmachen. So, dann schauen wir uns mal die Details an. Drehen wir die ganze Sache mal um, von der Unterseite. Also ein richtig fettes Modell, finde ich. Hinten kommen dann noch die beiden Triebwerkseinheiten ran, die wir bis jetzt bei so ziemlich allen Großschiffen der Drinrenzi gesehen haben, beim Praetorian oder auch bei den Gunships waren die bis jetzt immer zu sehen. Ist sozusagen ein Massengussteil bei Spartan. So, jetzt mache ich noch ein paar Detailaufnahmen im Kleinen und dann freue ich mich, die dann zusammenzubauen. So, wir haben hier alle drei mal ein wenig zusammengebaut. Damit ihr seht, wie die fertigen Modelle auch schon, okay, bei der Fregatte Zusammenbau ja nicht nötig. Mal schauen, wie es noch hält. Hier seht ihr, wie das im... Okay, das war ein Unfall. So sollte eigentlich auf dieser Seite der Assault Cruiser ausschauen. Mit den ganzen Drop Pods. So. Und soweit er noch hält, der Assault Carrier. Ein riesen Monstrum von Teil. Genial. Also die Modelle sind groß. Die Drinrenzi klotzen, die kleckern nicht. Hier wird geklotzt. Wie immer bei den großen Schiffen. So. Wir von der Grünen Horde, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs Zusammenbauen von denen. Und wenn ihr noch
Anregungen habt und Wünsche, dürft ihr sie gerne unten in die Comments reinschreiben. Euer Everlast sagt Danke und eine gute Nacht. Ciao!